So, startfrei ins dritte A-Finale in der Klasse Hobby. Thorsten Baggendorf legt vor und kann sich hier direkt, na, nicht wirklich absetzen, aber die Verfolger. So, wir sind gespannt. Wer wird Vizemeister 2021 in der Klasse Hobby? Fünf Aspiranten haben wir. Das letzte Auto wird richtig gestellt. Und dann warten wir auf den Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. So, startfrei ins dritte A-Finale in der Klasse Hobby. Thorsten Baggendorf legt vor und kann sich hier direkt, na, nicht wirklich absetzen, aber die Verfolger haben schon eine leichte Lücke hier zugelassen. Fahrfehler von Max Daniel, legt sich aufs Dach in der 180-Grad-Kehre vom Fahrerstand. Jetzt hat Thorsten Baggendorf wieder Luft, die er braucht. Aktuell mit 10 Punkten in der Tabelle, braucht hier den Einser, um sich auf die zweite Position zu schieben in der Gesamtrangliste. Aber Patrick Sommer hat da was gegen. Der ist aktuell auf P2 dahinter. Stopp, der Manuel ist es. Und die Jasmin ist aktuell auf der 3. Dahinter bahnt sich der Kampf an zwischen Silvio Röse und Christian Wehrmann. Das ist hier der Kampf um die vierte Position. Weiße Front, rotes Mittelteil, schwarzes Heck ist der Christian, Neon, gelb dahinter, Silvio Röse auf der Geraden jetzt die beiden. Aktuell mit eins der spannendsten Duelle hier auf dem Kurs. Dann haben wir Nele Knobel und Uwe Korte-Haneberg direkt dahinter. Hier bahnt sich gleich eine Vierergruppe an und der Max Daniel beginnt seine Aufholjagd. Hier mit dem Fahrfehler in der ersten Runde, schließt jetzt auf die Verfolger auf. So, währenddessen Thorsten Baggendorf zieht im Feld von dann, fährt hier aktuell noch die schnellste Runde, eine 18-4-4-1. Schenkt hier dem Manuel Stankowitz direkt erstmal 4 Zehntel ein im letzten Umlauf. So, und die Jasmin schließt hier auf den Manuel auf. Zweikampf um die zweite Position. Jetzt war ja hier, würde ihr sehr gut tun. Würde dann, wenn alles so bleiben würde und sie am Manuel vorbeigeht, sie auf den dritten Platz hier in der Klasse Hobby katapultieren in der Gesamtwertung. Oh, da war der Angriff. Leider ein bisschen überlegt. Trifft hier den Manuel. Beide bleiben auf dem Dach liegen im Z. Aufpassen. Achtung, im Infield ist immer noch. Strecke wieder frei. So. Lässt er den Manuel wieder vorbei. So, und jetzt gucken wir auf Silvio Röse und Christian Wehrmann. Jetzt sind die Jungs hier auf Position 3 und 4 am Falten, kämpfen hier um den dritten Platz. Und auch der Max Daniel schließt jetzt wieder auf. Durch die Rangelei hier ist er wieder nach vorne gespült worden auf P5. So, Silvio muss jetzt aufpassen, da kommt der Max Daniel, greift ihn an. Die drei Fahrzeuge hier im Z. Höhe der Zielschleife. Steht ein Auto, jawohl, hat gewartet. Sehr schön, danke sehr. Und Rubi die Katz, ist der Patrick Sommer jetzt auf P2? Da gab es den Fahrfehler. Christian Wehrmann auf der 3, Silvio Röse auf der 4, Max auf der 5, Nele auf der 6, Uwe Korte-Haneberg auf der 7, Jasmin Donald auf der 8. Achtung, im 180 Grad nach der Geraden. Immer noch Achtung, Strecke wieder frei. Silvio Röse mit dem Fahrfehler. Da ist die Nele reingefahren, da gibt es den Karo-Klemmer. Bleibt beim Kevin stehen. Jawohl, Kevin hat da aufgepasst, perfekt. Und da gab es die Rangelei zwischen Christian und dem Max Daniel. Max Daniel jetzt auf P3. Und Patrick Sommer auf der zweiten Position. Restfahrzeit eine Minute. Es macht sich bitte bereit, das dritte A-Finale Formel 1.
So, wir schauen auf den Fight. Wehrmann gegen Max Daniel. Kann der Christian da noch wieder rankommen? An den Max Daniel. Knapp 40 Sekunden hat er noch. Jawohl, Neil Knobel hat er auf. Fahrfehler, nein! Im Bereich der Zielschleife, alles wieder frei. Da ist Thorsten quer gekommen. Nele konnte da nicht mehr ausweichen, ist aufs Auto draufgefallen. Aber Thorsten hier immensen Vorsprung. Die letzten 30 Sekunden laufen. Hat jetzt hier aktuell vor dem Vorfall 7 Sekunden Vorsprung auf Patrick Sommer. Oh, wird der Thorsten noch ein bisschen nervös in den letzten Metern hier. Oh, sagt gerade, das Auto hätte einen Schaden. Hoffentlich kann er sich noch retten über die letzten paar Sekunden. Wir gehen gleich in die Überzeit. Lassen wir ihn hier noch im Fight mit Uwe Kordaneberg. Kann sich hier zu Wehr setzen. Und ihr hört das Signal. Thorsten Wagnow ist durch, Patrick ist durch, Max Daniel ist durch, Christian ist durch, Jasmin ist durch, Uwe ist durch, Silvio ist durch, Nele ist durch. Somit ist der Lauf beendet. Gewonnen hat den Lauf Thorsten Wagendorf vor Patrick Sommer und Max Daniel Körner.